Basiswissen, Folge 4. Wir beschäftigen uns wieder mal mit ganz grundsätzlichen Themen des Fußballs und des Sports. Und heute soll es um Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gehen, genauer gesagt deren Gehälter. Was verdient eigentlich ein Schiedsrichter in der Bundesliga und im Amateurbereich? Wir fangen ganz oben an in der Bundesliga. Was verdient ein Bundesliga-Schiedsrichter? Das sagt uns Dennis Aytekin. Mein Name ist Dennis Aytekin. Als Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga verdiene ich durchschnittlich 17.000 Euro im Monat. Ich finde schon, dass das gerechtfertigt ist für den Aufwand und in dem Business, wo wir uns bewegen. Aber ich bin da sehr demütig, weil vor wenigen Wochen war meine Tochter im Krankenhaus und habe gesehen, was dort Pflegekräfte leisten. Über Wochen habe ich das gesehen, tagtäglich. Dann weiß man, dass man auf der Sonnenseite der Erde ist. Also 17.000 Euro brutto macht ein Jahresgehalt von rund 204.000 Euro. Wie kommt das zustande? Naja, zunächst mal muss man wissen, dass Dennis Aytekin einer von 23 Bundesliga-Schiedsrichtern ist. Und innerhalb dieser Bundesliga-Schiedsrichter gehört er zur Top-Kategorie, nämlich der Elite- bzw. First-Class-Kategorie der UEFA. Da haben wir in Deutschland gerade einmal 4 Schiedsrichter. Das sind zum einen Daniel Siebert, der ist gelernter Lehrer, wie eben gehört, Dennis Aytekin, der ist übrigens gelernter Betriebswirt. Dann gibt es noch Tobias Stieler, eigentlich ein Sportpsychologe im Hauptberuf, und Felix Zweier, der ist gelernter Immobilienkaufmann. Das sind die 4 Elite-Schiedsrichter in Deutschland. Die bekommen ein Grundgehalt von 82.000 Euro. Alle anderen Bundesliga-Schiedsrichter, alle anderen 19 Bundesliga-Schiedsrichter bekommen ein Grundgehalt von 62.000 Euro, wobei nach 5 Jahren sich dieses Gehalt auf 72.000 Euro brutto im Jahr erhöht. Das Grundgehalt, das erhöht sich dann nochmal um 6.000 Euro, wenn man zusätzlich als VIA mindestens einmal pro Saison im Einsatz ist. Und was verdient man dann pro Spiel? Als Spielleitung in der Bundesliga gibt es 5.600 Euro, als vierter Offizieller 1.400 und der VIA bekommt 2.100 Euro pro Partie. In der zweiten Liga, da ist es ein bisschen weniger, da gibt es 2.800 Euro für den Hauptschiedsrichter, 700 Euro bekommt man als vierter Offizieller und der VIA geht mit 1.050 Euro nach Hause. Neben den 23 Bundesliga-Schiedsrichtern mit dem Grundgehalt von 62 bzw. 72.000 Euro nach 5 Jahren Berufserfahrung oder 82 für die Elite- und First-Class-Schiedsrichter gibt es auch noch in der zweiten Liga 16 Spielleiter. Die bekommen dann ein Grundgehalt von 41.000 Euro. Auch in der dritten Liga gibt es natürlich Schiedsrichter. Da gibt es eine Prämie pro Spiel für die Spielleitung von 1.000 Euro. Wir schauen in den Amateurfußball und da sinken dann die Prämien und Honorare doch deutlich und sind eigentlich eher kleine Aufwandsentschädigungen. Wir beginnen mit der vierten Liga, haben uns das Ganze am Beispiel Bayern mal angeschaut, in der Regionalliga Bayern. Da bekommt ein Hauptschiedsrichter für die Spielleitung gerade einmal 250 Euro, obwohl das immerhin die vierthöchste deutsche Spielklasse ist. Dann geht es weiter runter in der Bayernliga, da gibt es immerhin noch 95 Euro, Landesliga 70 Euro und so staffelt sich das immer weiter nach unten. Das Mindesthonorar oder die Mindestaufwandsentschädigung für einen Schiedsrichter in Bayern liegt bei 30 Euro. Das sind dann so Freizeitkicks. In der Kreisklasse gibt es immerhin dann noch 45 Euro. Das Fazit, ja, die Top-Schiedsrichter in Deutschland, die verdienen mit rund 200.000 Euro brutto pro Jahr doch recht gut. Das ist durchaus im Bereich eines Arztes oder Anwalts. Allerdings die Halbwertszeit ist auch relativ gering, denn als Bundesliga-Schiedsrichter, da kann man so bis 45, 46 Jahren pfeifen und danach ist Schluss. Es gibt zwar keine offizielle Altersgrenze, dagegen hat Manuel Gräfe ja auch offiziell geklagt. Allerdings, ja, viel länger als mit Mitte 40 kann man dann wohl nicht mehr Bundesliga-Schiedsrichter bleiben und dann geht es zurück in einen neuen oder vielleicht auch alten Jobs für die Schiedsrichter. Zudem dauert es ja auch, um in diesen Top-Bereich zu kommen. Also da ist man dann wahrscheinlich erst mit Mitte 30, also rund 10 Jahre. Das reicht dann nicht, um auszusorgen. Tja, und im Amateurfußball, da ist es dann doch
eher nur eine Aufwandsentschädigung. Selbst in der viert- und fünfthöchsten deutschen Spielklasse, also Regionalliga Bayern, Bayernliga, ich habe die Beträge vorhin vorgelesen, die reichen nicht, um das Ganze hauptberuflich zu machen. Und da kann man doch immer wieder nur appellieren an den Amateurfußball, Respekt gegenüber den Schiedsrichtern zu haben, denn die machen das wirklich nur als Hobby und für relativ kleines Geld. Vielleicht teilt ihr mal in den Kommentaren eure Erfahrungen mit den Schiedsrichtern im Amateurfußball. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was sagt ihr zu den Gehältern der Top-Schiedsrichter in der Bundesliga? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Gerade im Vergleich zu den Bundesligaspielern und der geringen Zeit, die man eigentlich als Bundesliga-Schiedsrichter hat, finde ich das doch ein bisschen wenig, aber lasst gerne mal eure Meinung hören.